Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie. Wir befinden uns heute hier in Stuttgart auf der MOTEC, der Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung. Und Sie sehen es schon hinter mir, befindet sich der Messestand der Firma Weiß. Und ich bin jetzt schon sehr neugierig, was der Automatisierungsexperte uns gleich zeigen wird. Ja, hallo. 20% mehr Ausbringungsleistung, das verspricht Weiß mit dem neuen Transfersystem LS Hybrid. Herr Hübner, ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Ihnen. Sie sind der Leiter des Produktmanagements bei Weiß. Vielleicht können Sie uns das näher erklären. 20% gegenüber was und was bedeutet das schließlich? Gerne. Also wir sind seit über 10 Jahren mit unserem mechanisch angetriebenen Transfersystem, dem LS 280, jetzt am Markt. Und erreichen da Positioniertzeiten von einer halben Sekunde. Sind damit deutlich vor normalen Palettentransfersystemen, aber noch immer hinter den hohen Dynamiken von den neueren Linearmotorsystemen. Mit technischen Innovationen, neuen Innovationen, technischen Verbesserungen haben wir es geschafft, den mechanischen Antrieb zu optimieren und somit die hohe Dynamik von einem Linearmotorsystem fast zu erreichen oder sogar auszugleichen. Und das heißt, 60 bis 80 Takte sind möglich. Und das ist das, was wir heute auch auf der Messe hier unserem Kunden als Prototyp zeigen wollen. Das klingt ja sehr spannend. Nach 10 Jahren Einsatz klingt es ja auch nach einem regelrechten Innovationssprung. Herr Hübner, was ist neu an Ihrem mechanischen Kurvenantrieb? Ja, wir haben die Kurve komplett neu entwickelt, haben die Asynchron-Motor-Technologie rausgeworfen, durch eine Servo-Technologie ersetzt, wodurch es möglich ist, die Kurve präzise anzusteuern. Und die Möglichkeit ist dann auch gegeben, das System in einem optimalen Arbeitspunkt zu betreiben und dadurch ist es einfach möglich, die Gesamtdynamik entsprechend zu steigern. Okay, interessant. Also so in etwa kann ich mir das gut vorstellen, die Kombination aus dem mechanischen Kurvenantrieb und dem Servomotor. Ich würde sagen, das Prinzip klingt einfach, oder? Klingt einfach, ja. Leider ist es das nicht ganz. Die mathematische Berechnung und die Überlagerung der Kurvenprofile ist deutlich komplexer. Und soweit ich weiß, sind wir auch derzeit die Einzigen, die es auf diese Art und Weise gelöst haben. Die für Kunden vielleicht doch interessanteste Innovation ist die Modularität Ihres Transfersystems, so wie ich gehört habe. Genau, das kann ich Ihnen gern auch hier zeigen. Ja, sehr gern. Ja, wir haben einen kompletten Baukasten designt, der es ermöglicht, die Kundenanforderungen individuell zu lösen. Also das System kann entsprechend an den Anforderungen aufgebaut und optimiert werden. Wenn der Kunde viele Prozesse hintereinander hat, können die Arretier- bzw. Kurvenmodule hintereinander gehängt werden. Wenn der Kunde eine höhere Flexibilität benötigt, kann das Linearmotormodul in das System entsprechend integriert werden. Das ist übrigens auch der Grund für den Namen LS Hybrid. Und diese Motormodule, diese Antriebsmodule, kann der Kunde individuell auf seine eigenen Gestelle montieren. Oder auch, er bezieht das Komplettsystem von Weiß, um zum Beispiel Planungs- bzw. Inbetriebnahmezeiten zu reduzieren und hat somit eben das Komplettsystem aus Antriebseinheit, Gestell und optionaler Sicherheitsumhausung. Herr Hübner, Sie sagen es schon, Inbetriebnahmezeit, das ist das Stichwort. In der Industrie, ja, da sieht man ja immer mehr, dass da die Zeiten zwischen der Beauftragung einer Produktionsanlage und dem geforderten Produktionsstart auch immer kürzer werden. Haben Sie dafür eine Lösung? Definitiv, das ist der Grund des modularen Baukastens. Dadurch können wir die Module vorgefertigt an Lager legen und somit auch erheblich die Lieferzeiten reduzieren. Des Weiteren bieten wir eine komplette Inbetriebnahme des Gesamtsystems an. Das heißt, wir können die Prozesszeit von dem Kunden simulieren, testen und somit eben auch die entsprechende Ausbringung gewährleisten. Okay, also Plug and Play? Plug and Play an fast jedem Stromnetz der Welt, ja. Sehr schön. Herr Hübner, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Interview. Sehr, sehr beeindruckend ist Ihre neue Studie über das Transfersystem. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und drücke Ihnen den Daumen, dass Sie das neue System erfolgreich auf den Markt bringen. Dankeschön. Dankeschön.